Hallo zusammen, hier sind wir wieder, Lead Gaming, mit einem weiteren Video über Evolve. Wir haben euch hier die Tutorial zu den verschiedenen Spielmodi zusammengestellt. Viel Spaß beim Jagen! Im Modus Evakuierung wird der Planet überrannt. Alle Kolonisten fliehen von Shear. Der Transporter startet in 5 Tagen. Die Jäger müssen während dieser 5 Tage so viele Kolonisten wie möglich retten, indem sie die Bedrohung durch die Monster ausschalten. Das Monster ist nur auf Zerstörung aus. Jeden Tag können die Spieler eine Mission wählen. Der Ausgang einer Mission wirkt sich spürbar auf die nächste Mission aus. Vernichtet das Monster beispielsweise das Kraftwerk? In der nächsten Mission gibt es Strahlungswolken, die den Jägern Schaden zufügen. Wenn die Jäger gewinnen, werden auf der nächsten Karte Geschütze hochgefahren, die das Monster angreifen. Dies sind nur 2 der vielen verschiedenen Karteneffekte, die das Spiel von Karte zu Karte aufs Neue variieren. Der Gewinner einer Mission erhält Bonus-EP, die am Ende des 5. Tages vergeben werden, an dem sich alles entscheidet. Es geht um Sieg oder Niederlage. Bei jedem Start von Evakuierung werden Missionstyp, Umgebungen sowie Sieg-Niederlage-Effekte neu variiert, sodass über 800.000 mögliche Kombinationen einen optimalen Wiederspielwert garantieren. Im Modus Jagd wurde ein Phase 1 Monster in der Gegend gesichtet. Alle Jäger werden aufgefordert, die Bedrohung durch das Monster schnellstmöglich zu eliminieren. Das Monster hat in Phase 1 einen Vorsprung und muss aus dem Gebiet flüchten, um dann Tiere zu jagen und zu fressen. So erhält es Energie und kann sich entwickeln, wodurch es größer und stärker wird. Die Jäger treffen kurz nach dem Monster ein und müssen es verfolgen, in die Falle locken und töten, bevor es zu groß wird. Fußspuren, umgeknickte Bäume, Tierkadaver und Vögel sind Anzeichen dafür, dass das Monster sich in der Nähe befindet. Die Runde endet, wenn ein Team ausgeschaltet wurde oder wenn das Monster Phase 3 erreicht und das Stromrelais zerstört. Im Modus Nest wurden Monstereier in der Gegend entdeckt. Die Jäger sind aufgefordert, diese zu vernichten. Das Alpha-Monster muss die Eier beschützen und kann sogar Eier ausbrüten, um Diener schlüpfen zu lassen, die an seiner Seite kämpfen. Die Runde endet, wenn ein Team eliminiert wurde. Oder wenn alle Eier und Diener vernichtet wurden. Im Modus Rettung wurden die Jäger für eine Such- und Rettungsmission angefordert. Ein Monster hat die Einrichtung angegriffen und befindet sich noch in der Gegend. Mehrere Kolonistengruppen sind in die Wildnis geflüchtet. Die Jäger müssen die Leute finden, bei Bedarf wiederbeleben und sie dann zum Evakuierungsshuttle bringen. Die Runde endet, wenn der Großteil der Überlebenden gerettet oder getötet wurde. Im Modus Verteidigung ist der Transporter voll besetzt mit Zivilisten und wird gerade aufgetankt. Eine Monsterhorde, angeführt von einem Phase 3 Alpha, nähert sich dem Schiff. Die Ladestation des Schiffs wird durch 2 Barrieren geschützt, die jeweils von einem Generator mit Energie versorgt werden. Die Jäger müssen die Generatoren beschützen, bis das Schiff betankt wurde. Wenn das Schiff vollständig betankt oder das Alpha-Monster getötet wird, gewinnen die Jäger die Runde. Wird das Schiff zerstört, gewinnt das Monster.